Das ist die Web Talk Show. Mein Name ist Nico Gutia und ich freue mich, euch heute eine fantastische Schauspielerin mal wieder zeigen. Na, ich mach's nochmal anders. Das ist die Web Talk Show. Mein Name ist Nico Gutia und ich habe einen tollen Serientipp für euch. Kohlrabenschwarz. Das ist eine sehr, sehr abgefahrene Serie. Aber heute geht's um noch eine andere Serie. Wir sind die Meyers. Und in beiden Serien glücklicherweise dabei. Und ich freue mich so sehr, sie ist zurück. Bettina Lamprecht, wie geht's dir und wo bist du? Hallo Nico, ich freue mich auch sehr. Ich bin in München im Bayerischen Hof. Und mir geht's fantastisch. Die Sonne scheint, wir haben heute Abend Premiere. Ich bin sehr aufgeregt, ich freue mich wahnsinnig auf alle KollegInnen. Das hat nämlich so viel Spaß gemacht, dieses Projekt. Und ja, das ist eigentlich das Schönste an diesem Pressetag für mich, dass ich in den Pausen, in den Touch-Ups und in den Mittagspausen meine tollen KollegInnen wiedersehe. 4 Monate habt ihr gedreht, ne? Ich glaube fast 5, ehrlich gesagt, weil es gab sehr viele Drehstopps. Wegen, aus Gründen, es gab viel Krankheit und andere Umstände, ja, genau, deswegen hat es länger gedauert als geplant, aber wir haben es fertig gekriegt, es war im Winter, es war sehr kalt, wir waren sehr viel draußen, es war sehr oft nachts, alles, was ich eigentlich gar nicht mag beim Arbeiten, aber ja, vor allen Dingen unser Chef der Janssen, würde ich mal sagen, Tommy Krappweiß, der hat so eine Begeisterung für dieses Projekt und das steckt an. Du spielst Anna Leitner, Kommissarin, endlich mal wieder eine Waffe. Ihnen ist schon klar, dass der Kreuz stinksauer wird, wenn ich Sie damit draufschauen muss. Ein Grund mehr, der dafür spricht. Sieht man mir das so deutlich an? Psychologe. Der Profiler von Rosenheim. Na, von Miesbach, bitte. Ich wohne nicht mehr hier. Wieso zieht man denn von Rosenheim nach Miesbach? Ja, weil die Ex-Frau das Haus behalten will und der Ex-Mann da drin dann stört. Und was sagt der Ex-Mann dazu? Der hat festgestellt, dass ihm der Abstand gut tut. Na, dann ist ja beiden geholfen. Prima. Bitte schön. Wie ist diese Frau? Die ist relativ straight. Gleichsam charmant. Ja, ich glaube, es ist eine relativ wichtige Figur für die Serie, weil sie die Zuschauer abholt, die nicht sofort in ein Fantasy- oder Märchenkonstrukt sich reinfallen lassen, sondern im Grunde die Zweiflerin ist und die Skepsis vertritt. Und das zieht sich auch bis zur letzten Folge der ersten Staffel, dass Anna Leitner eigentlich die ganze Zeit sagt, Moment mal, das kann alles so nicht sein, wie ihr das hier sagt oder empfindet oder so. Da muss es einen rationalen Grund für geben und dem ist sie immer auf der Spur und das finde ich auch ziemlich gut und ziemlich wichtig, dass es diese Figur gibt. Mystery, Krimi, Comedy und Horror in einem ist natürlich eine gewagte Kombination, die als Hörspiel fantastisch aufgegangen ist. Riesige Abrufzahlen bei Audible und jetzt eben als Serie Paramount Plus. Wie hat Tommy dir und euch gesagt, Leute, jetzt geht's vor die Kamera? Wie das war, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, aber ich habe es als ein absolutes Wunder empfunden, weil dass ein Hörspiel zu einer Serie gemacht wird, habe ich vorher noch nie gehört. Und dass die Sprecher des Hörspiels dann auch noch die Serie spielen, finde ich noch abstruser. Und das haben wir auch, ich glaube, zu sehr großen Teilen Tommy Krappweiß zu verdanken, der sich dafür eingesetzt hat, gesagt, das sollen die Sprecher, die das gesprochen haben, auch tatsächlich spielen. Und hat jetzt glücklicherweise den richtigen Streamer dafür gefunden. Es gab vorher auch Gespräche mit einem anderen Streamer, aber da wäre das nicht so gelaufen und er hat gesagt, nein, ich will, dass die das auch spielen. Und das ist natürlich für uns ein Riesengeschenk. Zumal wir auch während der Hörspielaufnahmen wahnsinnig viel Spaß hatten und Freude aneinander. Und dann haben wir uns natürlich erst recht gefreut, dass es dann wirklich in Serie geht und wir, ja, also das nochmal zu spielen ist natürlich was ganz anderes, als es nur zu sprechen. Cast ist herausragend. Michael Kessler, auch hier gewesen vor kurzem, auch unfassbarer Typ. Bettina Zimmermann war auch da, um über Kohlrabenschwarz zu sprechen. Es sind so viele, auch Alexander Prinz Ozai ist dabei. Meine Güte, ey. Und ich glaube, ihr platzt alle vor Freude und Hoffnung auf Runde 2, oder? Ja, aber jetzt haben wir heute erstmal Premiere für Runde 1.
Und was meinst du? Ist Deutschland ready für das, was da kommt? Oh, ich weiß nicht, wofür Deutschland ready ist. Ich hoffe es. Ich hoffe sehr. Ja, bestimmt. Also, sie müssen es halt mitkriegen. Und was ich so gehört habe, alle, die es bisher gesehen haben, sind hochauf begeistert. Das ist das, was Tommy sagt. Ich weiß nicht, ob er uns das nur sagt, um gute Stimmung zu machen, aber ich glaube ihm jetzt einfach mal. Und ja, also wer irgendwas mit Mystery, Crime, Comedy, Fantasy anfangen kann, der sollte auf jeden Fall zuschalten. Kohlrabenschwarz gibt es bei Paramount Plus und ich habe mir sagen lassen, man kann es einen Monat kostenlos testen. Also gönnt euch auf jeden Fall das Ding. Und ich freue mich, dass ich zurzeit deinen Namen an vielen Orten sehe und lese, weil du weißt, ich mag deine Art zu spielen sehr. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, als ich gehört habe, wir sind die Meyers. Matthias Matschke sowieso super, Valerie Niehaus, Holger Stockhaus, Simon Pierce, Jasmin Schwiers. Alles unglaubliche Talente, die auch glücklicherweise alle schon zu Gast waren. Und eben du. Und ihr spielt, naja, wenn man sagen würde, eine Figur wäre es, glaube ich, die Untertreibung des Jahrhunderts. Wie viele Menschen hast du gespielt? Ich habe es nicht ganz auf dem Schirm. Ich glaube aber mindestens 5, würde ich jetzt mal denken. 4 oder 5 habe ich gespielt, ja. Ja, genau, wie du schon sagst, es ist ein sehr großes Ensemble. Und ich bin ja bekannterweise ein großer Ensemble-Fan. Und in der Reihe mit den Namen, die du gerade genannt hast, zu stehen und ein paar Tage Spaß zu haben, das habe ich mir tatsächlich nicht nehmen lassen. Obwohl ich ja irgendwann mal gesagt habe, von Sketchen habe ich genug. Aber ja, es hat sich das eingestellt, was ich gehofft hatte, nämlich wirklich Leichtigkeit und Freude an den KollegInnen. Und das war so, ja. Wir sind die Meyers, gibt es in der ZDF-Mediathek. Das hängt wahrscheinlich von Einschaltquoten und Klicks natürlich ab, ob es weitergeht. Aber jetzt waren wir ja im Gegensatz zu dir nicht bei den Dreharbeiten dabei. Wir wissen nicht, wie doll schlaucht sowas auch vielleicht. Hättest du denn Lust auf eine zweite Runde oder sagst du, nee, danke, da habe ich Urlaub. Den letzten Dreh, ich glaube, gefühlt vor 3 Wochen dafür gehabt. Also ich denke ehrlich gesagt überhaupt nicht so weit. Ich freue mich, das jetzt erstmal alles selbst zu sehen und fertig zu sehen. Und genau, es aber geschlaucht hat es nicht, weil, wie gesagt, es war sehr, sehr viel Freude, das zu machen und in die Figuren zu schlüpfen. Ich finde, dass die Maskenabteilung eine wahnsinnig gute Arbeit geleistet hat. Also wir haben Veränderungen im Gesicht, die teilweise fast gar nicht sichtbar sind, also wie andere Nasen und so. Also nur, wenn man es wirklich weiß oder genau hinguckt, dann denkt man, ach, Moment mal, aber die hat doch auf einmal hier so einen komischen Huckel auf der Nase. Also es ist so gut gemacht. Und das allein ist für mich, das liebe ich. 1,5, 2 Stunden und auch wenn es um 5 Uhr morgens die Abholung dafür ist, dann 2 Stunden in der Maske zu sitzen und sich so langsam verändern zu lassen von Leuten, die das richtig, richtig, richtig gut können und toll vorbereitet haben. Und es gibt ein paar Figuren, da ist es ein bisschen krasser. Da habe ich auch ein paar Zähne und einen dicken Popo und ein paar größere Brüste und so. Das ist dann so ein bisschen dicker, aber es gibt auch Figuren, wo das sehr, sehr fein ist. Und ach, ich merke einfach, das sind Sachen, die machen mir nach wie vor Spaß, auch nach sehr vielen Jahren oder auch wieder. Ich habe ja auch 12 Jahre sowas in der Art gar nicht gemacht, ja. Und zum jetzigen Zeitpunkt bist du happy mit deinem Leben? Beruflich ist alles da, wo es sein muss? Ja. Total. Ich bin sehr dankbar für die verschiedenen Projekte und vor allen Dingen für die Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten darf. Was kannst du uns verraten über eine Frau namens Gudrun Zimmer? Ach ja, genau. Mensch, du hast ja recherchiert. Unglaublich. Ah, das muss auch irgendwann jetzt rauskommen, oder? Ich bin Dagobert, eine fiktive Person, die sozusagen diese ganze Journalistenriege, die der Polizei damals tierisch auf die Nerven gegangen ist, für die steht. Und ja, da freue ich mich auch. Da habe ich nämlich auch eine lustige Frisur. Ja, du hast bei Instagram hast du ein Bild gezeigt, wie du dort aussahst. Friedrich Mücke spielt die Hauptrolle. Der war damals im Interview, hat darüber erzählt. Und ich freue mich, dass es endlich kommt. Wer denkt, was ist denn? Ich bin Dagobert. Kannst du uns kurz erzählen, wer ist denn Dagobert? Was passiert in der Serie? Dagobert gibt es auch noch. Heißt eigentlich anders.
Das war ein Kaufhauserpresser in Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, der sein Unwesen getrieben hat. Er hat niemanden verletzt, aber er hat ein paar heftige Anschläge auf diverse Kaufhäuser in Deutschland verübt und hat die Polizei über mehrere Jahre noch hops genommen und immer wieder Geldbeträge erpresst. Und über den gibt es jetzt für RTL Plus eine Miniserie. Und ja, ich glaube, das kann sehr, sehr spannend sein. Ich habe mich so gefreut, dass du überall auftauchst, wenn es eben nur für einen Drehtag ist. Aber das eben zu sehen und auch, dass du zeigen kannst, was du alles kannst und wie vielfältig das auch ist. Bei Kohlraben Schwarz war es für dich eigentlich schwierig, nach den abgeschlossenen Arbeiten für das Hörspiel jetzt die Anna Leitner wieder in dir zu finden? Oder ist das eine ganz andere Anna geworden? Ich glaube, es ist erst wirklich zur Anna geworden, für mein Gefühl, weil ich beim Hörspiel war ich unfassbar aufgeregt und weil das war das erste Hörspiel, was ich überhaupt professionell gesprochen habe. Ich habe als Kind öfter Hörspiele selber gemacht und mit Freunden oder mit meiner Familie oder so und hatte eigentlich immer ein Faible dafür, habe es auch gerne gehört, aber habe noch nie eins gesprochen und war ganz schön verblüfft von der Schlagzahl, die da geherrscht hat bei Tommy im Studio und den anderen KollegInnen wie Michael oder Bettina Zimmermann, die das schon oft gemacht haben und wie schnell die dann so einen Text erfassen, den man nur abliest und zum Ende des Satzes kommen, ohne sich zu verhaspeln. Das ist mir nicht gelungen. Also insofern war ich da sehr viel damit beschäftigt, das irgendwie gerade hinzukriegen. Und mir ist es ja immer wichtig, einen sehr, ja, sage ich mal, einen Ton zu treffen, dem ich selber auch glaube. Und das ist dann im Hörspiel, finde ich, noch mal schwieriger, wenn man dazu nicht spielt und den Text auch nicht auswendig kann. Ja, das war so eine Herausforderung. Deswegen freut es mich, wenn Leute sagen, ach, das war toll, das Hörspiel, und du hast es auch gut gemacht und so, und die Figur funktioniert. Aber ich habe da noch gar nicht viel über eine Figur nachgedacht. Das konnte ich dann besser beim Drehen. Und wie jetzt also Anna Leitner geworden ist, das könnt ihr sehen. Paramount Plus oder Paramount Plus, je nachdem, wie man fragt. Dort gibt es Kohlrabenschwarz. 6 Episoden umfasst die erste Staffel. Und es ist ein wilder Ritt. Es lohnt sich und ich freue mich, dass sie dabei ist. Sie spielt Anna Leitner. Bettina Lamprecht in der Web-Talkshow. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank dir, Nico. War sehr schön. Dankeschön und gerne. Und du hast jetzt noch eine schöne Möglichkeit. Zum zweiten Mal in deinem Leben darfst du in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber eigentlich schon immer mal sagen wolltest oder einfach etwas, was dir wichtig ist. Du hast aber noch einen Moment Zeit, darüber nachzudenken. Wir sehen uns wieder zur Web Talks Show. Mein Name ist Nico Gutier und jetzt die heutigen Abschlussworte von Bettina Lamprecht. Bis dann. Liebe Leute, macht die Fenster auf, lasst das schöne Wetter rein. Muah.